Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue und Cooking mit Sascha. Gleich geht's raus an den Grill, es ist doch schon arg düster und es ist scheiße kalt, aber ich möchte mir ein Sandwich machen. Nicht so mit diesen großen Broten, wie ihr sie von Subway kennt. Nein, ich habe mir hier einfache Sandwich-Toastscheiben besorgt und daraus mache ich ein Sandwich. Was da drauf kommt, zeige ich in der nächsten Einstellung. Ich habe ein Paket Cheddar klein gerieben, zwei rote Zwiebeln klein gehackt und 700 Gramm Flank Steak in kleine Würfel geschnitten. Das Ganze geht jetzt auf den Grill, wird angebraten, die Zwiebeln kommen mit drunter, wird mit Käse zusammengeworfen, zusammengeschmelzen lassen. Dann geht es auf das getoastete Brot und lecker. Würzen werde ich das Ganze mit meiner Grillkanal Steakgewürz Rückenschmerzen Mischung, Salz und verschiedene Pfeffer, also wenig Salz und verschiedene Pfeffer. Wenn dann zu wenig Salz dran ist, kann ich ja immer noch nachwürzen, das ist nicht das Thema, wobei der Cheddar ja an sich noch ein bisschen salzig ist und ja, Zwiebeln sind nicht salzig, aber die geben ihren eigenen Geschmack ab. So, das heißt einfach schön drüber streuen. Das reicht schon. Dürfte jetzt ein, ich sag mal, 2 Teelöffel sein auf die 1200 Gramm, nee Quatsch, 1400 Gramm Flanksteak, die es sind. So, der Grill ist vorbereitet, sieht wie folgt aus. Wir haben einmal die gusseiserne Platte, schön mit Öl eingerieben, da mache ich jetzt gleich erstmal die Zwiebeln drauf. Hier habe ich meine schmiedeeiserne Pfanne, da kommt jetzt gleich das Fleisch rein. Das Ganze wird schön durchgebraten. Hier die Zwiebeln schön angeröstet, dann kommt das Ganze zusammen, Käse drüber und auf wie geht's. So. Das kann langsam anbraten. Die will ich nur mal schnell mit ein bisschen Farbe versehen. Man kann sehen, die Zwiebeln bekommen die ersten Röstaromen. Fleisch dazu. Na? Tun. Sehr, der Käse fängt jetzt an zu schmelzen und geht so. Ist das heiß auf dem Grill. Und geht eine Verbindung ein. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass er mir nicht über die Brenner läuft. Das finde ich persönlich nämlich ziemlich doof. Ah, das heißt nachher Grill sauber machen. Beziehungsweise morgen. Das ist auch fertig. Das können wir ausschalten. Die Platte ist noch so heiß, da hält sich das drauf.
mal. Sieht das nicht fantastisch aus? Das bringe ich jetzt rein zu den Kindern, dann mache ich mein eigenes und jetzt probiere ich es vor der Kamera. Mahlzeit. Boah, wie geil. Cheddar, Zwiebeln, Flanksteak. Super Mischung. Der Flanksteak, ein bisschen Biss noch. Ist ja auch grobfaseriger, muss ja Biss haben. Wenn euch das Video genauso gut gefallen hat, wie es mir gerade schmeckt, und ich beeile mich jetzt ein bisschen mitreden, weil ich will weiter essen, lasst mir einen Daumen hoch da, einen wohlwollenden Kommentar, ansonsten sagt mir, was euch nicht gefallen hat. Aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Donnerstag.